Dramatico. Mal so. Ja, verdammte Kiste, das geht jetzt. Warte, machen wir was anders. Trick 17. Ups, danke. Haha! So läuft der Hase. Machen wir so. So umziehen wir dann auch nochmal eine Linie. Also. Oder wir machen einfach ein bisschen weiter mittig vielleicht. Hat vielleicht auch ein bisschen was. Weiß ich nicht. Da brauchen wir. Ne, Feuerwehr passt dann auch auf jeden Fall vom Radius, denke ich hier. Dann müssen wir da mal demnächst wieder eine setzen. Boxkampfarena passt auf jeden Fall auch. Eine Kapelle wäre hier oben wahrscheinlich nicht schlecht. Aber da haben wir auch schon eine Blaupause anscheinend für gesetzt. Da sind wir irgendwie vorbereitet gewesen drauf. Finde ich schön. Ja, aber ich. Kommt gleich. Jetzt haben wir hier unsere Allee, unsere kleine. Also, das ist wirklich eine kleine Allee jetzt hier. Also, kurz würde ich anders sagen. Und ich habe auch tatsächlich kurzzeitig auch nochmal überlegt gehabt, die nochmal ein bisschen, ich sag mal, anzupassen. Ich finde, das sind jetzt einfach nur zwei Streifen. Finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Kann man das sagen, hat ein bisschen wenig Charakter? Keine Ahnung, ich würde es gerne nochmal irgendwie nochmal in kleinere Abschnitte einordnen, vielleicht. Vielleicht sieht das dann auch nochmal nicht so schlecht aus. Aber das ist natürlich jetzt auch nur ein Versuch. Versteht sich von selbst. Die Frage natürlich ist, kriegen wir das auch symmetrisch hin? Wow. Und so auf jeden Fall schon mal nicht. Natürlich nicht. Also mit dem Abstand, wie ich den jetzt gerade im Kopf habe, nicht. Warte mal. Ach komm, wir machen es kurz mal anders. Zack. So. Hol mal einen Viererabstand. Musik geht auf jeden Fall gerade wieder steil. Weil ich glaube, das könnte sogar vielleicht sogar besser aussehen, vielleicht. Wenn es immer nur so kleine Abschnitte sind, sage ich mal. Es ist ja auch nur ein Versuch. Auf jeden Fall würde ich bei Hecken, glaube ich, auch bleiben, statt bei Zäunen. Ne, ach nee, war schon richtig, ja, nevermind. Zack. Bin ich, glaube ich, auch direkt schon besser, muss ich gestehen. Ich glaube, das lassen wir so. Genau, hier kommt ja das Kino rein. Die Samba-Schule wissen wir nicht, wie groß die ist. Das müssen wir halt uns überraschen lassen. Aber zur Not kann man immer irgendwo Platz, sage ich mal, erschaffen. Oh. Ja, da habe ich komplett nicht mehr dran gedacht. Was soll ich denn sagen? Und dein U, deinem U entsprechend, glaube ich, du auch nicht. Es gibt eine Null. Vorhersehung für uns alle. Also fürs nächste Lektorieren, wir müssen mal Hand bei Hand wieder ein bisschen mehr ins Blüsschen kommen. Ich bin stolz darauf, mir den Anstand bewahrt zu haben, angesichts dieser... Ja, oh Gott. Stände. Und wir müssen lektorieren, weil sonst sind wir ganz schnell bankrott. Wichtigeres im Kopf als Rüschen und Seide. Eine Zunge, die so schön Süßholz raspelt, ja, sollte man herausschneiden. Jetzt kassieren wir aber die Minuspoints hier. Eigentlich will ich es zu Ende bringen. Ja, diese Minuspoints. Oh, das haben wir so 20 plus. Nun kann ich endlich wieder frei atmen. Das ging jetzt aber... Verrät ihre niedere Herkunft. Ja, ist ja, halt doch munter. Ich bin gerührt. Übrigens, einer, das wollte ich. Irgendjemand hat auch in die Kommentare geschrieben, nochmal danke für die kleine Info, dass anscheinend in irgendeiner Folge gesagt worden sein soll von Hand oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau, dass auf jeden Fall Halo eine Verwandte von Hand ist. Ja. Irgendwie so. Was natürlich auch erklärt, warum sie die ganze Zeit, warum man immer Pluspunkte bekommt, wenn man mit einer Halo Frieden schließt und sowas. Ich habe gerade plus 8 bekommen bei ihr. Ja, 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 ja. Lassen Sie uns den Einsatz erhöhen. Wer würde schon einen guten. Boah, nee, jetzt geht's aber hier richtig steil. Sag mal, jetzt drehst du aber am Rad hier, ja? Ja, bei ihr ist es noch unmöglich, aber mit ihm können wir handeln. Ja, mit ihm ist es ein bisschen leichter als mit ihr, ne? Gefühlt. Ja. Aber es ging gut steil. Das ging auch schnell, finde ich, dieses Eine Mal. Eine trügerische Ruhe. Naja, wir waren auch gefühlt auch mehr hinterher. Du hast auf jeden Fall da ein bisschen mehr mal geguckt. Ja, gut. Hat aber auch eine schöne... Die Waffenruhe wurde Decke. Beendet. Guck mal, mit ihm wurde direkt die Waffenruhe beendet. So läuft das nämlich. Jetzt heißt es auf jeden Fall wieder weiter. Gebäude verschieben. Ja, ihr wisst jetzt ja mittlerweile, wie es läuft hier. Ich habe die Kirche vergessen, irgendwie einzugliedern hier, ne? Shit. Ja, würde ich sagen, setzen wir doch mal hier eine Kirche hin, doch.
Warum nicht? Zack. Und ich finde, es wird auch mal langsam Zeit, dass wir die Jornalero-Häuser hier reinbringen. Weil sonst haben wir nur noch hier, haben wir, wenn wir fertig sind, hier komplett über Obreros und hier über nur Jornaleros. Würde ich sagen, setzen wir das alles hier mit Jornaleros jetzt voll. Damit wir auch hier direkt nach links wieder weiterbauen können, weil die Häuser müssen jetzt ja auch mal ein bisschen weichen jetzt. All die sagenhaften Länder. Geh weg. Alles scheiße. Alles ist Mist. So. Deswegen, wenn die Lücken ja da sind, dann geht er ja relativ fix. Und wenn wir später Cap Trelawney dann, ich sag mal, alle Häuser einsetzen, da hilft mir, denke ich, dann mal meine andere Hälfte hier auch mit. Mein Kompagnon da. Dass wir dann da schneller vorankommen. Ich höre schon wieder, dass Sachen abgerissen werden. Das sind die Ponchos gewesen. Ach, Filz, wozu brauchst du Filz? Für die Hüte, ne? Ja. Hast du abgerissen? Wäre geil, wenn du Muss ich mich auch anstelle um Hüte kümmern. Achso, hast du jetzt abgerissen und nicht wieder aufgebaut? Ne, die Alpaka-Farm nicht. Mann. Da war jemand sehr übereifrig. Da muss ich auch Baumwolle anbauen, ne? Warte, ich habe 3 Filz. Ja, dann kopiere ich kurz 3 Alpaka-Farmen von dir und dann baue ich die kurz wieder hin. Wo ist denn die Insel? Muss ich mich gleich um Hüte und sowas kümmern auf der Insel? Aber du hast da oben ja noch ein bisschen Platz, das ist ja separiert. Ich wollte ja erstmal, dass hier unten frei ist. Genau, die erste Versorgung läuft jetzt. Warum verdienen wir immer weniger? Du hast doch gerade Sachen abgerissen, was soll das denn? Ja, aber ich habe das... Ja, bei dir auch gebaut, ne? Maß ein bisschen größer vor, ja. Na gut, wenn wir jetzt aber viel mehr Bananen und sowas produzieren, kann ich ja auch hier gleich ordentlich Jornaleros und so wieder bauen, ja? Das Einzige, was ich gucken muss, Fischöl nimmt immer auch noch gut ab. Bullshit. Ich kann keine Fischölfabriken mehr bauen. Achso, wegen der Küste, ja. Eine Küste mehr. Das ist natürlich etwas dramatisch. Warte, ich müsste Fischöl dann irgendwie rüber transportieren. Da schauen wir doch gerne gleich einmal kurz vorbei. So, Fischöl. Geht das davon nicht mehr? Ja gut, aber die Küste, das Küstengebiet ist auch sehr klein, ne? Da hätten die mal ein bisschen mehr Platz lassen können. Welche Küste kann ich denn dafür missbrauchen? Ah, das ist auch echt belastend, ne? Dass wir jetzt dann diese Insel genommen haben, die wirklich absolut keine Küste hat. Ich glaube, ich nehme die direkt daneben. El Zaro für eine ganze Kriege voller... Da oben hast du ja bei deiner Rumproduktion, da unten hast du eine ganz große Küste da. Genau, die nehme ich dafür. Wenn du dann eine kleine Lücke lässt für einen Weg oder so. Da ist ja genug Platz. Alter, ist das viel Platz. Das ist ja eine Riesenküste, sehe ich gerade. Ja, das dürfte ja wohl reichen. Gut, dafür nehmen wir wieder ein Boot. Aber ein Boot? Dann machen wir uns mal ein Boot. So, weiter geht's, ja. Here we go again. Genau, Fußballstadion, wie gesagt, tun wir weiter oben hin. Das habe ich ja schon gesagt. Ansonsten gibt's... Ich habe irgendwie Angst, dass ich ein Gebäude irgendwie übersehen habe. Aber ich glaube nicht. Ein Rathaus haben wir da schon. Ah. Gute Frage. Wir machen auch mal noch Plus, das ist gut. Ja. Frage, ey. Wollen wir ja auch vor allen Dingen dann... Also hier diesen Lufthafen, den werden wir auf jeden Fall hier rein integrieren, das ist klar. Der Postdienst, ich habe das Postamt vergessen. Nein. Oh, ich wusste, ich habe was vergessen, verdammte Scheiße. Oh Gott, wer denkt denn an das Postamt, Junge? Und dann brauchen wir jetzt auch noch einen Briefkasten. Gott. Oh nö, das klingt nach sehr viel Stress. Vor allem ein Briefkasten kostet 15 Obreros in welcher Welt? Was haben wir denn für viele Briefträger? So, warte mal. Postamt. Produktionszyklus 45. Ich glaube, ein Briefkasten ist ja 45 Sekunden, sogar mehr. Ne, gleich viel, nevermind. Aber Postamt hat einen größeren Radius. Ich glaube, diese kleinen Briefkästen hier sind, glaube ich, einfach nur da, um nochmal einfach nur so ein kleines Gebäude irgendwie reinzusetzen. Ich glaube, du brauchst das gar nicht so unbedingt. Ich glaube, das Postamt reicht. Okay. Das Postamt passt auch perfekt in die Lücke, die ich gelassen habe. Nee, so aber nicht. Wir setzen auf jeden Fall ein paar Postämter ein.
Und zwar werden wir hier eins hinsetzen. Ja, wobei. Es gibt natürlich. Man kann es natürlich noch perfekter platzieren. Aber das müsste dann. Hier hin theoretisch, ne? Wir können nicht alles abdecken. Deswegen sind wahrscheinlich die Briefkästen da. Weil du nicht immer alles abdecken kannst. Aber man muss auch jetzt nicht alles abdecken mit Briefkästen, finde ich. Brauchen die Artistas das? Jeder braucht, glaube ich, Briefe, oder? Ne, Kommunikation hat, glaube ich, jeder. Wir schauen mal bei. Der auch, ja? Ja, ja. Jeder hat Post. Als Lebensqualität, natürlich. Das hätte mich auch gewundert. Gut, dann machen wir Folgendes. Dann setzen wir das Ding einmal hier rein. Ja. Gut, dann müssen die Gebäude einmal raus. Er ärgert mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Weil das hat eine sehr unförmige Größe, dieses Gebäude. Ach, naja. Setzen wir das dann hier hin, würde ich sagen. Postamt, Alter. Ich wollte gerade sagen, dieses Horn hier, Alter. Dachte mir gerade so, Moment mal, was ist eigentlich mit dem Gebäude? Ja, und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Shit. Das ist belastend. Warte. Das würde ich, glaube ich, wieder genauso machen. Bei. Jetzt. Ne, warte mal. Vielleicht finden wir noch was anderes. Moment mal. Da schauen wir doch mal direkt nach. Dann wird so ein Zaun. Boah, gibt, glaube ich, da jetzt nicht so viel Sinn. Ein Zeitungsstand. Gab es nicht auch noch ein Zeit. Genau, wollte gerade sagen, mit hier, mit so einem Plaza-Untergrund. Könnte man überlegen, ne? Könnte man, glaube ich, nicht nur überlegen. Ich glaube, das kann man auch gut machen. So vielleicht? Ja, nee. Machen wir anders. Machen wir, glaube ich, so. Wir ahnen schon, was kommt. So. Vor dem Postamt. Ein kleiner Zeitungsstand. Na gut. Dann haben wir das Postamt irgendwie rein integriert. Postamt, Alter, hör mir auf jetzt, wirklich. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Das ist echt belastend. Na gut, haben wir jetzt ja. Ja, nee, ist zu nah dran. Aber auch sehr schöner Ausblick hier auf den Wasserfall und so, ne? Also die Leute, die hier direkt am Fluss wohnen, ey, haben echt einen. Auch wie geil das aussieht, wenn man hier so. Warte mal. Da müssen wir doch mal direkt mal hier runter die Perspektive. Was ist denn das? Hallo? Das ist ein Wasserfall. Nee, hier ist irgendwie ein. Das ist ein Boot? Nee, ist ein NPC. Schön, dich zu sehen, Onkel. Siehst du den vor mir, den Typ da in der Karre da? Mit dem Esel? Ja. Warum ist denn der da? Wenn du den raufklickst, da ist der Staudamm. Ach, das ist der Staudamm. Schön, dich zu sehen, Onkel. Ah. Ach, du bist das Boot. Ach du Scheiße. Hallo, achso, ich war ein Boot. Das erklärt einiges. Alter, oben sieht aber auch geil aus. Ich hab schon Bock drauf, ehrlich gesagt, wenn wir dann später hier langlaufen. Ja, same. Finde ich ganz nett, dass die das wieder sowas eingefügt haben. Das kann man ja mal an dem Punkt sagen. So. Und wir können ja später mit dem Staudamm Strom erzeugen. Die Frage ist natürlich, die Artistas brauchen keinen Strom. Das heißt, wäre vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir irgendwas haben auf dieser Insel, was wir dann mit Strom versorgen können. Wahrscheinlich Hacienda, ne? Ja. Mal gucken. Ach, mal gucken. Ich weiß noch gar nicht genau, wie das Ding funktioniert. Moment mal. Die Wagen sehen auch sehr interessant aus. Wir fahren Wagen durch die Stadt hier, muss ich sagen, mit nur zwei Rädern. Dass da das Ding nicht nach vorne kippt. Ich glaube, da vorne fehlt was. Ich glaube, die sind verbuggt gerade, ehrlich gesagt. Weil, haha, die sehen ja alle so aus. Warte mal, ich gehe mal kurz wieder. Alte Welt. Neue Welt. Ne, tatsächlich sehen die immer noch aus. Na gut. Wenn es denn so sein soll. Bam, bam. Wir können auch gerne mal eine Polizeistation bauen, einfach mal, damit wir auch ein bisschen andere Gebäude hier noch drin haben. Direkt hier beim Besucherhafen? Nee, oder? Nee. Wir setzen dann den Blaupausen hier schon mal hin, damit wir die im Hinterkopf haben. Ein neuer Marktplatz wäre aber, glaube ich, nicht schlecht hier oben mal.
Den setzen wir, glaube ich, dann mal hier Fragezeichen. Was, wenn ich zutiefst voreingenommen wäre? Hey, Schimmer. Junge, wie dreht der denn jetzt am Rad? Kommen Sie mal runter, der Herr. Everything is fine. Kommen Sie down, bitte. Dankeschön. So, tauschen wir jetzt mal aus. Hallo. Das Geld ist beschissen, das kann man mal sagen. Es läuft finanziell nicht gut. Eine finanzielle Katastrophe. Wohlstand wird auf jeden Fall klein geschrieben. Aber den Leuten geht's ja gut. Und den Ding, hey, den Leuten geht's gut. Uns geht's finanziell nicht mehr so gut. Also, Bankkonto sieht gut aus, aber Bilanz könnte natürlich wesentlich höher sein. Dann würde das uns auf jeden Fall ordentlich irgendwie erleichtern. Feuerwehr passt noch, aber ich kann auch hier schon mal eine Blaupause hinsetzen. Laden wir da oben gerade erst. Wobei Kapellen haben, glaube ich, nicht so einen großen Reichweite. Nee, nee. Guck mal, da muss hier demnächst nochmal eine neue kommen. Ja, die lasse ich erstmal da. Dann bauen wir mal noch eine Blaupause schon mal davon. Damit ich die alle da schon mal im Blick habe. So. Machen wir mal so einen Vierergespann. Zack. Ballern wir einmal mal rein hier. Das werden wir auch direkt mal ausfüllen. Damit wir da unten die Journaliere-Häuser wegbekommen, damit ich da unten weiterbauen kann. Also Projekt Neue Weltinsel dauert echt. Das ist echt einiges an Arbeit. Stimmt. Aber wir wollen ja das Ergebnis später sehen, ne? Boah, ich habe richtig Bock, die Hacienda zu bauen, aber ich weiß, sie bringt uns noch nichts. Die kostet halt nur Geld wahrscheinlich erstmal ordentlich. Ja, Lebensmittelverbrauch wird verringert. In der ersten Stufe. Ja, wo ist, ich gerne bauen. Ja, cool. Wenn das denn so ist, ja gar kein Problem. Bauen wir sie erstmal hier hin. Das ist aber ein schönes die Gebäude Stadt einfach. Ist attraktiver geworden. Ja, guck mal, direkt Attraktivitätsstufe erhöht. Ist natürlich klar. War alles geplant. So, dann machen wir hier mal Richtlinien. Genau, ja. Bringen den Lebensmittelverbrauch der Bewohner. Warm, Junge. Ist aktiv. Initiative für maßvolle Ernährung. Um 30% ist aber auch heavy, oder? Wir brauchen weniger gebackene Bananen und Tortillas. Aber nur die zwei Sachen. Nichts von den Artistas oder so. Gut, jetzt ist das nur so halb so geil noch. Weil es halt wirklich nur die zwei Sachen. 30% für so ein kleines Gebäude. Na, ich hab da Pläne für neue Korrektus, muss ich sagen. Aber guck mal, erzeugen Einfluss. Das ist natürlich. Ja, jo. Der Einflussbereich ist riesengroß. Das werde ich auch doch nicht stehen lassen. Ich habe es jetzt einfach nur erstmal dahingesetzt. Ich weiß auch noch nicht, wo ich die Hacienda hinbaue. Die wird auf jeden Fall etwas außerhalb liegen. Trotzdem alles. Ich habe mal rausgetappt hier. Das war aber gar nicht geplant. Läuft alles? Moment. Ja, scheint es zu laufen. Du hast irgendwie... genau, retten Sie einen Schiffbrüchigen. Du hast ein Schiff schon hingeschickt, ja? Kann man sich auch etwas einhandeln. Sie würden es für unser aller wohl. Ja, das Ding ist aber wahnsinnig Sie langsam. Spur zur Erleuchtung. So, ich habe jetzt kurz mal eine Fregatte jetzt zu dem Schiffbrüchigen geschickt. Das Ding ist wesentlich schneller da. An ein einziger Irrtum. Ja, das 70.000 ist aber auch richtig mächtig, ey. Da kannst du dich mal ein bisschen beruhigen, Kollege. Hacienda, gucken wir auf jeden Fall gleich, wo wir die hinbauen werden. Wie gesagt, etwas außerhalb. Vielleicht kann man überlegen, die hier hinzubauen. Hier so. Ja, wo hier hätte ich noch gerne Stadt vielleicht. Oben passt sie vom Radius einfach nicht hin. Kann man überlegen, die tatsächlich hier rüber zu setzen. Mal schauen. Noch sind wir da eh nicht. So, ich sehe, du bist immer noch bei deinen Ponchos und so bei. Hier links hat sich auch einiges getan, da genau bei den Poncho-Webereien. Nee, hier, die Fischölfabriken habe ich hier eingebaut gerade. Stimmt. Wir gucken auch sofort. Stimmt, durch den Typen deiner Handelskammer, da machen wir die ganze Pelzmäntel dazu, ne? Mhm. Oh, das ist ja wahnsinnig schmackhaft. Das schmeckt in der Tat. In der Tat? Ja, guck mal, hast du auch ordentlich hier angefangen hier mit den Fischölhäfen. Da ist ordentlich was passiert, I guess.
Alter, das aber, ja, das würde ja wohl reichen, nehme ich mal an, ne? Ich habe gedacht, ich spau die auch mal ein bisschen anders. Naja, sieht ja auch nicht verkehrt aus. Das kann man mal so sagen. Auf jeden Fall, Fischölprobleme sehe ich jetzt erstmal nicht mehr. Dem euch auch nicht. Das ist gut. Ach gut. So, habe ich eine Idee. Machen wir das sonst einmal so. Nicht so ganz schnieke. Die Kirche setzen wir mal kurz mal nach da um. Die setzen wir mal nach da um. Dann können wir hier nämlich wieder ein bisschen was an Weg abreißen. Sehr schön. Wunderbärchen. Lufthafen machen wir, glaube ich, dann hier so hin. Finde ich nicht schlecht. Postamt muss ich tatsächlich jetzt häufiger mal wieder setzen. Weil das hat echt nicht so einen großen Radius. Halt aufpassen, dass sich das natürlich nicht überschneidet. Weil wenn wir dann mit Post arbeiten, dann aber auch richtig, würde ich sagen. Briefkästen. Ja, Briefkästen kann man dann schon echt überlegen, dass man dann zum Beispiel hier einen Briefkasten setzt. Das darf sich anscheinend auch über... Den darf sich nicht überschneiden, glaube ich. Ja, dann kann man hier zum Beispiel aber einen hinsetzen zum Beispiel. Das kriegt man schon irgendwie hin. Und wenn nicht jedes Haus im Radius drin ist, dann haben die Pech gehabt, wenn die sich dann nicht einen Meter weiter bewegen können zur Post. Wir können jetzt nicht jedem Post anbieten. Irgendwann ist auch mal gut. Richtig, würde ich auch sagen. So, was machen wir oben denn? Bevor ich das hier vergesse. Gute Frage, nächste Frage. Da passt halt alles nicht rein hier, ne? Auch wenn's... Ah, nee. Oh, ist ganz schick. Ganz schick. Dreh schick. Aber nee. Der Freizeitpark gibt's ja auch noch, aller Himmelhof. Hiervon kann man bestimmt irgendwas... Air-Café. Ne, okay, hier auf jeden Fall nicht dann, aber. Das machen wir dann beim Lufthafen. Einen kleinen Bereich. Stimmt, Reisezeitornamente haben wir noch gar nicht, ne? Was ist eigentlich das hier für ein... Die hätte ich ja jetzt aber gerne. Schiff unter Beschuss. Oh. Achso, die Abschussaufgabe hat niemand angefangen. Sollten wir mal, ne? Ja, die sind auch schon bei unserem Hafen. Ist aber kein Problem. Also, das schafft unser Hafen. Hast du ein Schiff hingeschickt oder sonst mache ich das kurz? Ja, irgendwann hat ein Schiff brüchigen. Alle Geschütze laden! Ja, ich mach das kurz. Ich muss zu Silver, ich hab das. Zack, wird hingeschickt, genau. Zerstören Sie Schoner. Ja, das Ding ist ja eh da und guck mal, der Hafen macht das von alleine eigentlich. Das ist halt manchmal ganz geil, dass die irgendwie die KI dahin, also die, negative KI, genau. Ja, dass die Typen manchmal einfach dahin fahren. Zu irgendwelchen Häfen einfach. Ich verstehe das aber auch nicht. Aber beschweren tue ich mich natürlich jetzt nicht. Dann müssen wir dem Ding jetzt nicht hinterherfahren, wie irre. Gut. Ja, perfekt. Ich habe eine Fregatte hingeschickt. Sehr schön. Aufgrund der anderen Fregatte würde ich vielleicht noch eine andere Fregatte hinschicken. Ich glaube, die ist auch gleich da, oder nicht? Ja. Das überlebt ihr nicht. Dafür ist der Konto dann doch zu stark. Aber wie krass mittlerweile die ganzen Luftschiffe, wie die hier rumherfliegen, ne? Ja. Ganz wild. Zu wild. Ah, guck mal, wir können theoretisch aber auch sagen, Helium-Arktis-Gas sehe ich gerade. Wir können drei Luftschiffe mit Gas herstellen, wenn wir möchten. Müssen halt Gas importieren. Verstehe aber nicht, warum man das machen sollte, ehrlich gesagt. Weil sind ja die gleichen. Nee, weil das sind nicht die gleichen. Moment mal, die heißen anders, oder wie? Warte mal. Harpie bewaffnet. Die Harpie finde ich hier nicht. Aber ich sehe auch leider noch nicht die Stats, ob die sich jetzt... Wenn die sich jetzt gleichen, dann ist ja nur der Name anders. Ah, keine Ahnung. Vielleicht haben die auch andere Typen. Ich weiß es nicht.